SCS mit dem Titel Die Kinder sind dran. Okay. Es diskutiert jetzt seit Jahren die halbe Welt um das kritische Thema Atom. Ob friedlich, ob gefährlich, ob sonst irgendwas. Und dass wir es brauchen für Waffen und Strom. Und auf einmal geht eins von den Dingern in die Luft. Und es ist seltsam, wie man reagiert. Natürlich sind wir betroffen und im ersten Moment sind wir wirklich entsetzt und schockiert. Und dann verdrängt man das Thema, so schnell wie man halt kann. Man weiß nicht, oder sieht, oder spürt. Und weil man nicht denken wollen, was die Folgen da sind, weil das Gleiche noch einmal passiert. Nur die Kinder sind dran, unsere Kinder sind dran. Sie halten sie an unserer Hand fest und wissen noch nichts davon. Sie werden abends wollen, uns niemals verstehen. Es ist unglaublich, wie viele Ausreden es gibt, wenn man irgendwas nicht vorhaben will. Und bevor man einen Wiki kriegt und sie engagiert, ist man sicherheitshalber halt still. Außerdem in einem Alter, wo es keine Rolle mehr spielt, woher der Krebs kommt, der vielleicht da geht. Wie soll man noch irgendein Freund haben am Leben, wenn man dauernd nur an Cäsium denkt? Nur die Kinder sind dran, unsere Kinder sind dran. Sie halten sie an unserer Hand fest und wissen noch nichts davon. Sie werden abends wollen uns niemals verstehen. Es ist wurscht, ist das Straß, unter welchem Begriff das auch rennt. Und hast der Deckmantel Fortschritt, dann ist sowieso heiß, wenn man den Wahnsinn erst sehr spät erkennt. Und er nimmt dann eine Form an, die ist unkontrollierbar, wo man nur sagen kann, das will ich nicht. Um zu verhindern, dass wir uns in die Länge aufführen, tue ich alles, was mir irgendwie geht, weil die Kinder sind dran. Dankeschön, schönen herzlichen Dank. Ich möchte, bevor wir weiterspielen, einmal Grüß Gott sagen und die Mitglieder dieser Sonderkombo euch vorstellen. Da wäre zuerst einmal das erste S, Gerd Steinbecker. Dann hätten wir da einen Tee anzubieten, Günther Dimischl. Und ich bin das letzte S, ich bin der Schiffkreuz. Applaus.
Ich muss sagen, ihr seid ein fantastisches Publikum. Ihr habt uns wirklich verdient. Dankeschön.